Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News heute. Heute wird es richtig interessant, denn das Kennenlernen zwischen Layla und Mike wird langsam ernster. Sie haben miteinander den Tag bzw. ich glaube auch die Nacht verbracht und man könnte meinen, dass diese Liebesgeschichte ein bisschen überzeugender ist als die von Kim und Tim. Das muss man wirklich so sagen, nachdem 24 Tim gestern ja auch diesen Kuss als Fake zugegeben hat. Wir erinnern uns an mein Video, das war dieses hier. Scheint das alles bei Mike und Layla ein bisschen zumindest besser verkauft zu werden. So ist mein Eindruck. Ob das jetzt nun echt oder nicht echt ist, das kann ich euch nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass das Treffen echt war, denn ich habe die Bilder und die Videos für euch, damit ihr euch ein Bild machen könnt, ob ihr glaubt, dass das alles wirklich wahr ist, dass sich Layla und Mike, Layla und Kim sagen, nein, Layla und Mike wirklich kennenlernen und vielleicht auch miteinander ganz glücklich sind. Meine Lieben, das schauen wir uns heute an. Aber bevor wir damit beginnen, muss ich euch was zeigen. Schaut mal, uns fehlt nur noch ein einziger Abonnent. Dann haben wir es geschafft. 28.900. Ein Abo kostet dich nichts. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Danny, okay, ich schaue deine Videos wirklich regelmäßig und habe dich noch nicht abonniert, ich mache das jetzt ein Abo auf Probe, um zu schauen, ob du weiterhin dein Wort hältst. Drei Videos am Tag. Und meine Lieben, seit einem Jahr poste ich für euch drei Videos. Morgens um 8, vormittags um 11 und nachmittags um 14 Uhr. Wir haben hier immer eine Menge Spaß. So, machen wir heiter weiter. Und zwar, wir holen das Katzenreporter-Handy und gucken mal rein in den ersten Clip. Das ist die Story von Mike und er zeigt jetzt so ein bisschen, wie er von Layla empfangen wurde, alkoholisch, und sie kochen zusammen. Wie ich finde, eine schöne Begegnung. Wir schauen uns mal den ersten Clip an. Was geht ab, Allah? Frankfurt, Allah. Guck mal hier. Guck mal hier. Begrüßungsgetränk. So oder mehr? Na, ist gut. Aber trinke ich jetzt alleine, oder was? Nee, ich trinke Wein. Ja, gut. Guck mal, ich habe gerade Ihren Kühlschrank gesehen, ne? Ja, ihr kennt ja meine Meinung zu solchen Themen. Handy am Steuer ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern bei TikTok mitbekommen habt. Tim hat gestern TikToks aus dem fahrenden Auto gemacht. Ja, also das war auch so ein Thema, wo ich mit dem Kopf geschüttelt habe. Hier Alkohol in der Story zeigen, finde ich auch wirklich nicht korrekt. Wir wissen, dass die Zielgruppe auch von Layla und Mike natürlich auch da drunter einige junge Leute sind. Weiß ich immer nicht, ob das immer so gut ist, das zu zeigen. Also, das auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall 3 Wochen hier bleiben, ohne Neues zu kaufen. Ohne dass man neu einkaufen muss. Ja, das ist Ich krass. glaube, ich habe. Können wir mal kurz mal reingucken, oder? Also, mir fällt als erstes die Kinderschokolade hier auf, aber das ist wirklich echt ein voller Kühlschrank. Das muss man wirklich so sagen. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass mein Kühlschrank hier mal so voll war. Zu wenig Wodka rein. Nein, ist gut. Probier mal. Doch, doch. Der Teppich Porsche ist auch da. Alani, was los? Was ist los? Hast du Hunger? Was gibt's dir jetzt? Alani, ich hab hier einmal einen Schuh oder einen Donut. Da kannst du dir jetzt aussuchen. Den Schuh nimmt er. Den Schuh, okay. Was ist das? Jordan 1er? Korrekt, der Geschmack. Guck mal, wie süß sie ist. Die Rose, die ich zum Valentinstag geschenkt habe, hängt einfach hier. Ja, da müssen wir auch mal drüber reden. Also Layla hat ja von Mike eine Rose geschenkt bekommen. Diese hat sie jetzt im Haus aufgehangen. Im Übrigen, Alani, der Hund, der gehört Layla. Das zur Vollständigkeit halber. Also hier sehen wir schon mal, dass Layla mit diesem Valentinstag-Geschenk zumindest ein bisschen respektvoll umgeht. So möchte ich das mal sagen. Bist schon ein bisschen süß, ne? Bisschen. Freunde, wir sind jetzt hier und wir kochen jetzt, weil ich muss zunehmen und Layla kann gut kochen. Wir kochen jetzt zusammen. Pass auf, dann sagt die, wir müssen kurz Ding gehen. Kurz Kühlschrank. Korb bitte. Ja? Mit dem Korb. Mit dem Korb. Und geht jetzt am Kühlschrank einkaufen. Also, ich erzähle euch jetzt mal Lebensweisheiten mit Danny, ja? Mir ist einmal ist es mir passiert, dass ich so einen Rewe-Einkaufskorb mitgenommen habe. Das ist Diebstahl. Das muss man einfach so klar sagen. Diese Dinger, man darf man nicht mitnehmen. Man darf sie, wenn überhaupt, bis zum Auto mitnehmen und einladen. Aber selbst das ist eigentlich verboten. Das mal so nebenbei. Also diese Einkaufskörbe mit zum Auto zu nehmen, ist eigentlich verboten, aber es wird toleriert. Aber diese Einkaufskörbe mit nach Hause zu nehmen,
ist Diebstahl. Ich selber weiß das, weil mir das selber mal passiert ist, als ich früher noch in einem größeren Kaufhaus gearbeitet habe, hatte ich die Dinger auch immer wieder nach dem Einkaufen mitgenommen und dann morgens wieder zurückgebracht. Und irgendwann ist es der Filialleiterin dann auch mal aufgefallen, weil ich wusste es auch nicht und habe dann da auch eine freundliche Mitteilung bekommen, dass ich Diebstahl begehe, wenn ich die Dinger mitnehme, auch wenn ich sie wieder zurückbringe. Ist nicht so clever, das so in der Story zu zeigen. Das wollte ich damit nur sagen. Ja, weil sonst muss ich 5-mal in die Küche laufen. Wir kaufen jetzt hier ein bei meinem Kühlschrank. Da brauchen wir erstmal den Lachs einmal. Genau, wir machen nämlich ein Gericht. Könnte aber auch sehr intelligente Schleichwerbung sein, aber es steht hier nirgendwo Anzeige. Was Leila jeden Tag im Dschungel gesprochen hat. Ja. Und das Lachs. Dann brauchen wir eine Zitrone. Genau. Und den Rest habe ich jetzt vergessen, weil jetzt hast du mich nervös gemacht. Na. Aber guckt euch da mal, die geht hier erstmal einkaufen. Das ist krass. Leute, es sind jetzt einmal 2 Männer auf meiner Couch. Das ist für mich ein bisschen ungewohnt. Die kämpfen gerade. Sonst ist immer nur Alani. Ich muss gerade gucken, wer das Alpha-Männchen ist. Ja, was denn? Guckt euch das mal an. Der Chefkoch hat hier gezaubert mit Nachtisch sogar Schnecken. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich so was mal daran beteiligt bin, das zu machen, aber. Du hast eigentlich gemacht. Nein, ich habe gar nicht. Du hast Anweisungen gegeben und ich habe die gefolgt. Ja, aber du hast alles gemacht. Und du kannst besser schneiden als Kendall Jenner. Na. Doch. Guck mal, wie glücklich sie ist, ne, beim Kochen. Guck sie an. Schön. Da macht man das doch gerne. Guck mal, wie krass sie das macht. Das sieht aus wie ein Restaurant. Boah, hier kann man nur zunehmen. Ja, und das war die erste Story aus Mikes Heiters Instagram-Profil. Ihr seht ja auch zum Schluss hat er hier noch so die Capri-Sonne vom Dschungel gepostet. Das ist schon mal, wie ich finde, wirkt das ein bisschen vertrauter als diese ganze Tim und Kim-Geschichte. Was nicht bedeutet, dass ich denke, dass das hier alles echt ist. Also da bin ich auch noch ganz, ganz weit von entfernt. Aber zumindest finde ich, die verkaufen das schon mal besser. Wir gehen mal jetzt noch in die Story von Leila. Da sind ein paar gleich gepostete Sachen von Mike, die überspringen wir. Aber auch ein, zwei Kleinigkeiten, die ein bisschen neuer sind, sage ich mal. Die haben wir noch nicht gesehen. Ich würde sagen, Feuer frei. So, wir sind fertig. Mike hat heute mal gekocht für uns. Einmal die Kartoffeln, Lachs, das und Lotusschnecken. Bist du zufrieden bis jetzt? Bist du stolz auf mich? Ich bin richtig stolz auf dich. Ja, auch, guck mal, ihre Augen glitzern, wenn sie am Kochen ist, wie so eine Tulpe, der im Wasser ist. Der kuschelt einfach. Alani, so kommst du nie zu mir. Der mag mich. Ja, ich merk's. Ist bestanden. Okay, das ist. Also, hier schreibt Leila in die Story: Alani kuschelt mehr mit ihm als ich heute. Und ich habe da so eine Vermutung, dass eventuell der Alani so ein bisschen eifersüchtig ist. Das ist so oft bei Tieren, dass wenn quasi Herrchen oder Frauchen jemand Neues haben und sich kennenlernen, dann sind die Tiere meistens oft sehr schmusig beim neuen Partner, beziehungsweise beim neuen Freund. Vielleicht ist das wirklich hier ein Beweis, dass diese ganze Geschichte der Wahrheit entspricht. Ich bin mir aber, wie gesagt, ich lege mich hier bestimmt noch nicht fest. Ich habe so viele Katzen kotzen gehört, dass ich wirklich schon gar nicht mehr. Also, nein. Jetzt wirklich süß. Hilfe. Ey, warum seid ihr aber so süß? Ich verstehe noch. Ja, das war noch die Story von Leila. Zu guter Letzt folgte dann noch ein Reel. Das kann ich euch nur ohne Ton zeigen. Ihr wisst, aus Grund von Urheberrechtsverletzungen kann ich das nur ohne Ton zeigen. Macht aber nichts, weil wir sehen auch nicht viel. Wir sehen eigentlich nur, wie Leila und Mike zusammen auf dem Sofa sitzen und so ein bisschen. Wir hören es ja eh nicht. Aber ja, ihr sollt es einfach mal kurz gesehen haben. Das ist so doch das gemeinsame Reel, welches sie gepostet haben. Meine Lieben, das war die große, ja, das große Wiedersehen von Leila und Mike. Die haben sich ja schon ein paar Mal seitdem gesehen. Aber trotzdem, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Ich finde schon, dass sie den Zuschauern hier so ein bisschen
Beziehungs-Vibes, Kennenlernen-Vibes geben. Das ist schon so. Ich finde, es ist auch wirklich besser gemacht. Ja, das möchte ich schon sagen. Es ist besser gemacht als bei Tim und Kim, was ja eigentlich immer nur um Rumgebimse ging. Also so war mein Eindruck in dieser ganzen Geschichte von Tim und Kim, wurden wir damit konfrontiert, wie sie sich knutschen, wie sie miteinander auf dem Sofa kuscheln, wieder knutschen. Also da ging es immer um eins. Und bei Mike und Layla habe ich zumindest den Eindruck, dass wenn die uns ein Kennenlernen vorspielen, machen die das aber auf einer anderen Art, die ich persönlich interessanter finde. So kann ich das formulieren. Ich finde das so, wie sie es machen, interessanter. Ob das jetzt aber, wie gesagt, wirklich real ist oder nicht, ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Dazu haben wir schon zu viel Fake gesehen, als dass ich das jetzt hier sagen würde. Es sieht für mich am authentischsten aus, ja, aber was da wirklich hintersteckt, wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Wir dürfen auch eins nicht vergessen, das könnte natürlich auch alles so ein bisschen eine Vorbereitung sein für ein TV-Format. Auch das ist natürlich immer möglich. Wir wissen nicht, wie verrückt die Managements sich hier miteinander abgesprochen haben. Also ich bin vorsichtig mit meiner Überlegung, ja, glaube aber, dass wir hier in der Zukunft ein bisschen was sehen werden, meine Lieben. Wir werden hier aber auf jeden Fall eine Menge sehen. Wir haben heute noch ein Video um 11 und noch ein Video um 14 Uhr. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Es gibt noch einige spannende Themen, die wir hier zu erzählen haben heute, meine Lieben. Kommt gerne mit in die Community. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir die 28.900 heute voll machen. Ich verabschiede mich jetzt aber, wünsche euch noch einen hervorragenden Start in den Tag und für all die, die schon das Wochenende in naher Zukunft sehen, freut euch drauf. Es wird auf jeden Fall kommen, meine Lieben. Macht es gut. Tschüss.